Was hat eine Thüringer Bratwurst und eine spanische Tortilla gemeinsam? Gar nichts. Aber es schmeckt gut. Wir machen heute Bratwurst-Burger-Tortillas. Wir haben keinen besseren Namen für gehabt. Ich mache die ab und zu mal für meine Kinder und die mögen das sehr gerne. Aber wir hatten da nie einen richtigen Namen für und jetzt haben wir halt einen fürs Video gebraucht. Und es ist so ein richtig geiles Feierabendrezept, Wochenendrezept oder was für, wenn die ganze Mannschaft kommt und ihr wollt mal alles schnell versorgen, weil ihr braucht nicht viel. Also ich zeige euch jetzt ein Beispiel, wie wir es machen können, aber im Grunde ist einfach, braucht ihr nur zwei Sachen. Ihr braucht eure Tomatensalsa, Pico de Gallo. Da haben wir ein gesondertes Video irgendwo, hier links, rechts, wie ihr das Grundrezept machen könnt. Ihr braucht ein paar grobe Bratwürste. Wir brauchen ein bisschen Cheddar, wir brauchen Bacon. In meinem Fall mache ich jetzt noch ein paar gegrillte Lauchzwiebel und gegrillte Paprikas, weil es einfach noch mal ein bisschen Süße in das Ganze reinbringt und es schmeckt sehr gut auf unseren Tortillas. Manu, auf welchem Grill wollen wir denn heute diese Sauerei zubereiten? Wollen wir Gasi oder wollen wir einen Holzkohlegrill nehmen? So einfach wie möglich, oder? Wir nehmen den Gasgrill. Wir heizen den mal kurz vor und da schmeißen wir zunächst mal unsere Spitzpaprikas drauf und lassen die mal schön verbrennen. Und jetzt haben wir eigentlich noch zwei Sachen zu tun. Wir müssen uns eine Zwiebel klein schneiden. Wir brauchen für die Menge heute, wir machen so für, wie viel sind wir, 5, 6 Mann. Eine Zwiebel reicht. Ja, also wie gesagt, diese Tomatensalsa, da haben wir ein gesondertes Video zu. Das dauert 5 Minuten zu machen und dann lasst ihr das ungefähr noch mal so 2, 3 Stunden stehen. Wir haben jetzt hier so schöne kleine gekriegt. Ihr könnt auch die großen nehmen. Ich würde die aber halbieren, weil das ist schon sonst ein sehr mächtiges Teil und die könnt ihr dann später besser essen. Unsere Paprikas sind jetzt soweit angeröstet. Die holen wir uns jetzt mal raus. Ja, wenn ihr eure Paprikas angegrillt habt, packt die euch in so einen Plastebeutel oder Glasschüssel. Irgendwas mit Deckel, luftig verpacken und lasst die mal 5 Minuten so liegen. Dann kühlen die ein bisschen aus und ihr könnt nachher die Schale ruckzuck abmachen. Jetzt nehmen wir uns unsere Lauchzwiebel. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel. Wir schneiden uns einmal oben die trockenen Stücke so ein bisschen ab und unten. Und jetzt schmeißen wir die auch noch kurz auf den Grill. Grill, lass die ein bisschen braun werden. Die werden süß, wie eine Zwiebel auch. Wir brauchen auch nicht lang, 5 Minuten. Die lassen wir jetzt noch mal ganz kurz auskühlen. Wenn die ein bisschen schwarz geworden sind, ist überhaupt kein Problem, das ist nur Geschmack. Seht ihr? Jetzt schneiden wir uns die einfach klein. Die großen, die halbieren wir uns nochmal. Jetzt nehmen wir unsere Tomatensalsa. Wie gesagt, Rezept haben wir euch schon irgendwo verlinkt. Backen wir unseren Lauch rein. Jetzt können wir auch schon unsere Paprikas, die können wir jetzt hier schon rausholen. Jetzt könnt ihr hier komplett ohne Stress eure Schale abziehen und fertig sind eure sausüßen, leckeren Paprikas. Die passen übrigens auch auf Steaks, auf ein geiles geröstetes Brot. Ach, das ist schon an sich eine geile Grillbeilage. Einmal die Kerne raus. Während ich hier das Zeug schnibbel, ich habe mal eine Frage, weil mich das brennend interessiert. Auf was grillt ihr eigentlich am liebsten? Grillt ihr gern auf Gas, grillt ihr gern auf Holzkohle, mit Pellets, mit Holz, mit Elektro? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wie gesagt, da müsst ihr auch nicht päpstlicher als der Papst sein, wenn da ein bisschen irgendwo noch 2, 3 dunkle Stellen sind. Und auch das schneiden wir uns jetzt klein. Für die Leute, die nicht wissen, was Pico de Gallo oder in unserem Fall, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, ein Tomatensalsa ist. Das sind einfach Tomaten, das ist Salz, da ist Koriander drin, da sind Limettensaft ist da mit drin, Zwiebeln sind mit drin, Knoblauch haben wir jetzt noch mit rein, das ist optional. Ich habe auch noch ein bisschen Pfeffer mit reingemacht. Und je feiner ihr das schneidet, desto schöner ist das Mundgefühl. Das gilt generell, wenn ihr irgendwelche Schnibbelarbeiten verrichtet. Es schmeckt immer feiner, wenn es feiner geschnitten ist. Hier bei der Paprika ist es jetzt nicht nötig. Na, die ist ja weich gekocht. Unser Grill ist, jetzt habe ich ihn generell nur auf mittlere Hitze. Wir haben jetzt noch so um die 250 Grad, das spielt aber auch eigentlich keine Rolle jetzt. Da müsst ihr einfach dabei bleiben. Wir braten uns jetzt mal unseren Bacon erstmal an. Dann nehmen wir diese sehr fragilen Scheiben hier. Das ist ja echt traurig. Aber wie gesagt, die sind so dünn, die Lappen. Aber Bacon ist, was habe ich mal gesagt? Bacon macht alles besser, gell? Das ist ja immer noch so. So, der Bacon, der kann jetzt runter. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt nehmt ihr eure Tortillas. Jetzt nehmt ihr eure Bratwurst, die holen wir uns jetzt mal hier raus und die quetschen wir uns jetzt einfach mal schön bis an den Rand. Müsst ihr mal gucken, also die darf auch nicht zu dick drauf sein. Je nach Größe eurer Tortilla müsst ihr dann halt mehr oder weniger Bratwurst nehmen. Könnt ihr auch super eure Kinder machen lassen, die haben da bestimmt auch jede Menge Spaß dran. Jetzt haben wir hier unsere Zwiebeln, dann legen wir uns einfach noch ein paar drauf und fertig ist unser Mettbrötchen. Mexikanische Mettbrötchen. Jetzt könnt ihr einen Rub oder ein Gewürz eurer Wahl nehmen. Wir haben einen geilen Magic Dust gemacht. Den verlinken wir mal. Das Rezept dazu, genau, wo ihr den euch nachmischen könnt. Beim einen machen wir ein bisschen was von unserem Magic Dust drauf, einfach nochmal ein bisschen Flavor zu kriegen. Und ich habe hier, ich habe das eigentlich immer in der Küche stehen, ist so ein Grundwürzer. Da sind verschiedene Pfeffersorten drin, ein bisschen Salz, ein bisschen Sellerie. Das mache ich einfach so, wenn ich keine Lust habe, mir was anzumischen.
Oh, da ist Sichuan-Pfeffer drin, das riecht so gut. Einfach ein bisschen drauf, zack, 1-4. Nochmal kurz anpressen. Und jetzt nehmen wir die zwei und gehen zu unserem Grill. Wenn ihr keine Blanche habt, ihr könnt die auch auf dem Rost machen. Fällt halt ein bisschen was durch. Dauert ungefähr so, na, was sagen wir, 4-5 Minuten. Also es geht relativ schnell, weil die Bratwurst ja sehr dünn ist. Wir können mal gucken, also wenn ihr auf dem Rost seid und ihr könnt sie anheben, hier kommen wir ja direkt mal drunter und ihr seht, na, ich würde sie noch eine Minute lassen, dass noch ein bisschen Karamell entsteht. Wenn sie auf dem Rost noch kleben, lasst sie noch ein bisschen drauf, also nicht runterreißen. Du kannst ja theoretisch sogar gucken, ob es durchgebraten ist. Hier, und der saugt sich jetzt auch schon so schön mit dem Fett von der Bratwurst voll, seht ihr das? Boah, das ist so flavorvoll, ey. Dann legen wir jetzt, je nachdem wie groß euer Wrap ist, ein bisschen Käse drauf. Die braucht noch nicht lange auf dem Rost. Und wenn der geschmolzen ist, können wir ihn rausholen. Und das Geile ist jetzt halt hier, hier bleibt der komplette Geschmack im Fladen. Nehmen wir uns was von unserem Bacon. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen was von unserer Salsa und on top. Jetzt habt ihr die Wahl. Könnt ihr ein bisschen Chili-Soße machen, Sweet-Chili-Soße. Das ist mein Favorit. Und fertig. Also wir dürfen jetzt endlich probieren. Das ist jedes Mal einfach wieder geil, ey. Weil aus einer Bratwurst ein bisschen Tomatensalat und einem Weizenfladen werden kann. Es schmeckt einfach geil. Es schmeckt wie ein geiler Bratwurst-Tortilla-Burger schmecken sollte. Das ist ein richtiges Feierabendessen. Ihr habt nach einer halben Stunde die Meute. Also gut, wenn ihr die Salsa, die solltet ihr ein bisschen vorbereiten, dass sie ein bisschen durchziehen kann. Also meine Kinder lieben es, ich liebe es. Der Manu liebt das. Meine Frau liebt das. Glaube ich. Also diese ganze Kombination aus allem macht es was zu was ganz Neuem und anderen. Und du hast irgendwie das Gefühl, ich esse was Mexikanisches, ich esse trotzdem was Deutsches, ich esse was total Neues. Also für mich war das eine Erleuchtung. Ich würde sagen, das ist, wie gesagt, einen Namen zu finden ist schwer, aber das ist, Mensch, ey, noch besser, ich habe eine Idee. Ihr überlegt euch mal einen Namen für diese Schweinerei. Und dann nennen wir das so. Weil vielleicht bringen wir ja irgendwann mal ein Rezeptbuch raus und dann brauchen wir einen Namen dafür. Sucht euch mal was aus, was euch, wie ihr das nennen würdet. Und vor allem, ich will, dass ihr das jetzt nachmacht. Und dann postet mal bitte eure Bilder auf Instagram mit unserem Handle, mit dem Handle. @einfachgrillen. Hört auf, was der Kameramann sagt. Ich zeige euch, wie es geht, und ihr zeigt mir, wie ihr es gemacht habt. Das fände ich geil. Ich habe nämlich auch schon Bilder von euch bekommen. Ich habe schon Leute, die es Chili nachgemacht haben. Und ich finde eure Kommentare, eure Anregungen, ich finde es mega. Ich freue mich da total drauf. Und ich finde es auch total schön, wie wir in Interaktion treten. Und ihr sucht einen Namen aus, ihr schreibt einen Namen darunter. Und das nennen wir dann als, das nehmen wir dann als Titel, so heißt das Ding dann. Und dann schreiben wir, nennen wir den Videonamen. Ist das eine Idee? Ja, cool. Okay, so machen wir das. Also Leute, haut ihr rein. Da ist die nächste, die Futter will. Wir machen Schluss für heute und sehen uns beim nächsten Mal. Bussi und Baba, haut rein.